Hi Friends, willkommen zurück zu einem brandneuen Part Pokémon Schild. Cool, dass ihr da dabei seid. Und heute haben wir schon die Hälfte geschafft vom Turm. Der Rosé Tower ist insgesamt 300 Meter hoch. Wir befinden uns hier auf der 150 Meter Marke. Dieses Stockwerk ist der Sitz der Firma MC Versicherung. Lasst mich raten, MC steht für Marco Kosmos. Ich hoffe, dass ihr gut versichert seid. Ja? Also ihr seid ja auf jeden Fall, also brauchen wir uns da schon mal keine Sorgen machen, weil wir werden euch sowas von postwendend mit Sachschäden in eure Büros zurückschicken. Krass, genau deswegen mache ich keinen Battle Rap. Ach schön. Karl von Marco Kosmos und Georgia von Marco Kosmos fordern dich heraus. Dann zeig mal, was ihr drauf habt. Klick, Klack und Flunkiefer. Gut, wir sind voll geheilt, also let's go, der Hase, ne? Bedroher, wer will Mashok bedrohen? No cap, das ist ein Steinbrocken. Egal, komm. Kreuzhieb auf, ja komm, Flunkiefer, ne? Wir gehen hier direkt in die Vollen. Warum macht Hopp eigentlich genau auf das Pokémon, auf was ich auch die Attacke mache? Ich verstehe es nicht, ist ja auch im Endeffekt nicht weiter wichtig. Weil Flunkiefer ist damit dann auch erledigt. Ich bin mal echt gespannt, was da oben abgeht. Ich glaube, also wäre schon cool, wenn wir irgendwie so dunkle Sachen, ne, so zwielichtige Geschäfte aufdecken würden. Aber es ist Pokémon, Freunde. Es ist ein Spiel für Kinder, also bezweifle ich das stark. Wobei die alten Pokémon-Teile haben es ja quasi gemacht. Das, also vielleicht ist Hoffnung, wir gucken einfach mal. Ei. Na, gleich nochmal. Ja, Wollo, warum auch nicht? Zweimal getroffen? Gut. Ich wollte ja sagen, was war da für eine Hand, aber das war die von Hopp. Und da wollte meine Stimme gerade ganz kurz einen kurzen Abflug machen. Ach so, Freunde, übrigens, wenn euch das, was ihr heute zu sehen bekommt, gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn euch halt das Video gefällt, eine Bewertung oder einen Kommentar. Wenn euch nicht gefallen hat, was ihr hier seht, dann sagt mir doch gerne, was ich besser machen kann. Und ich gehe auf Kritik auf jeden Fall ein. Gut. Alter, direkt 3 neue Level-Ups. Wir werden immer stärker. Obviously. So, perfekt. Das sieht doch alles Wunderbärchen aus. Naja, das war's schon. Ups. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als MC Versicherung. Die sind hier alle ziemlich von sich beeindruckt, ne? Legt man 100 Mashok nebeneinander, ergibt das eine Strecke von 150 Metern. Cool. Und nun? Warum erzählt sie mir, dass es... In Wirklichkeit leide ich unter Höhenangst. Zu dumm, dass meine Versicherung für Niederlagen bei Kämpfen nicht aufkommt. Ärgerlich. Doch wohl nicht so eine geile Versicherung, wa? Einfach mal gewinnen, dann. Es könnte so einfach sein, Freunde. Können wir jetzt ganz hochfahren oder halten wir nochmal bei der 250er Marke? Ich weiß es nicht. Vor allem, was kommt als nächstes? MC Holdings? Jetzt ist es nicht mehr weit bis zur Spitze. Aber wir lassen nicht zu, dass ihr einfach so den Liga-Präsidenten überfallt. Wir haben nicht mal vor, ihn zu überfallen. Ich habe keine Höhenangst. Ach, okay. Als Angestellter von Marco Kosmos Airlines, Holding AG, GmbH und Co. KG könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Cool. Jody von Marco Kosmos und Nate von Marco Kosmos fordern dich heraus und meine Nase juckt wieder. Oh Mann, wie nervig. Was ist das da bitte für ein lächerliches Pokémon? Es ist ein Flunschlick. Ja gut, und Stalos, ne? Gut, da sage ich nichts gegen, aber... Das wird easy. Ey, Hopp hat mal auf ein anderes Pokémon gezielt. Stark. Ja, aber wir richten es natürlich, ne? Ist unterm Strich auch klar, weil wir haben jeden Trainer, jeden Arenaleiter besiegt. Was wollen so ein paar Angestellte bitte gegen uns ausrichten? Weg mit denen. Naja, komm, ja, machen wir einfach dasselbe nochmal. Eine machen wir noch, eine schaffen wir noch. Hat Hopp uns wieder geheilt? Bin ich ja ehrlich gesagt ganz nice, ne?
Ja, perfekt. Das wäre dann auch das gewesen. Ja, das war lange Rede, kurzer Sinn, würde ich an der Stelle sagen. Warte mal, ich bin mir immer noch ziemlich unsicher, ob Desktop Audio. Oh fuck. Warte. Ein kleines Problem. Oder vielleicht auch nicht. Warte mal. Das ist, glaube ich, doof. Wir hatten die ganze Zeit keinen Spielsound. Ups. Wobei, ja, ich gucke mir die Parts sowieso nochmal an. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber wenigstens habt ihr meine Stimme. Dabei liefert niemand bessere Arbeit ab als Marco Cosmos Airlines. Und ich habe doch Höhenangst. Wenn man den Lift nach oben fährt, hat man das Gefühl zu schweben. Ja, ich bin auch gerade auf dem Höhenflug, also bildet euch bloß nicht ein, ihr könntet zum Ligapräsidenten vordringen. Dafür müsst ihr erst an ihr vorbei und das ist völlig unmöglich. Das Stockwerk von Ligapräsident Rosé befindet sich an der Spitze des Rosé Towers, weil er auch an der Spitze der Firmenhierarchie steht. Ja, ich kann das Wort Hierarchie nicht aussprechen. Sorry. Jetzt kann es nicht mehr weit sein, bloß nicht schlapp machen. Ja, jetzt kommt gleich wahrscheinlich noch Olivia. Und das dürfte es dann soweit gewesen sein eigentlich, ne? Oder wir sind direkt schon an der Spitze. Nein, sind wir nicht. Tja, Olivia. Ach, ich kann mich bewegen. Ups, peinlich. Willkommen auf dem Stockwerk des Ligapräsidenten. Wir befinden uns hier in einer Höhe von 300 Metern. Das erinnert mich gerade richtig an Yu-Gi-Oh! Alter. Es ist euch also tatsächlich gelungen, meinen Sonderkommando aus dem Weg zu räumen. Einfach Soko MC Holdings. Und das offenbar ohne große Mühe. Ich hätte es wissen müssen. Immerhin hat der Champ so großes Potenzial in euch gesehen, dass er euch eine Empfehlung ausgestellt hat. Aber hier endet euer kleiner Ausflug. Ihr geht jetzt wieder brav nach Hause. Nein. Gewiss nicht. Denn eines sollte euch mittlerweile klar sein. Okay. Alles gut. Ich lasse unter keinen Umständen zu, dass ihr den Liga-Präsidenten stört. Dich nehme ich mir zuerst vor, Marvin. Alter, komm mal runter von deinem Film, No Cap. Digga, was geht denn jetzt ab? Wenn ich dich besiege, wird der Champ völlig am Boden zerstört sein und dem Liga-Präsidenten aus der Hand fressen. Alter, Freunde, es ist genauso, wie ich gesagt habe. Digga, wie geil ist das? Es ist genauso, wie ich gesagt habe. Mann, ich hatte von Anfang an recht. Krass. Tja, Olivia, dann zeig, was du drauf hast. Alles cool. Wir gehen, ja. Wir gehen in den Kampf. Jetzt geht's ab wie alte Tapeten. Tja, Olivia. Olivia von Marco Cosmos setzt genau ein. Ja, kann ich nicht aussprechen. Alles klärchen, Zuckerbärchen. Wir legen los. Und Dynamax ist natürlich auch erlaubt. Level 50, aber gar kein Vergleich. Wie UFO sagen würde, wir können nicht reden, weil du nicht meinen Status hast. Stay high. Bis zum Tod. Was? Wie keine Wirkung? Ey. Ja, okay, dann kann ich das Pokémon direkt wechseln. Feuer. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Bums hier normal machen, wenn wir hier verkacken sollten. Uff, also Olivia ist böse und Rosé glaube ich auch. Also, ist glaube ich nicht so daran interessiert, dass es der Gala-Region gut geht. Ja gut, ist ein Geschäftsmann, also. Ja, hätte man mit rechnen können. Aber gut. Tja, Olivia ist eben eiskalt, heißt natürlich auch Eis-Pokémon. Na, du traust dich ja was. Ey, skipp doch nicht so schnell. Ich will hier meinen Zuschauern was erzählen, Olivia. Boy. So, Milotic. Nee, wir kämpfen weiter. Oh, ein Wasser-Pokémon.
Vielleicht eine schlechte Wahl, aber gut. Feuerball. Aber stille Wasser sind tief, Freunde. Das ist immer so gewesen. Olivia war die ganze Zeit immer relativ still. Und jetzt zeigt sie halt so ihr wahres Gesicht, ne? Man kann Menschen halt immer nur vor den Kopf gucken. Ist auch eine Sache, die ich leider sehr oft schmerzlich erfahren musste. Jawollo. Was? Moment. Was ist denn das jetzt wieder für ein Bums? Ja, aber perfekt, Alter. Erstmal eine schöne Verbrennung. Freunde, ich glaube, heute gibt's richtig schön Aal. Ah, das gleiche nochmal, ne? Jawollo, das gleiche nochmal. Also Wasser und Eis hat sie bis jetzt im Repertoire. Das ist gut, denke ich. Also schlecht ist es nicht. Was für Genesung, Alter. Holy fuck, macht doch jetzt nicht so einen Stress. Wahrscheinlich direkt wieder voll geheilt. Nee, okay. Ey. Ich wollte gerade sagen, Alter, wir bewegen uns, glaube ich, hier die ganze Zeit jetzt einfach nur so hoch, runter und mehr passiert da auch nicht. Das ist schlecht. Nitro-Ladung vielleicht? Vielleicht bringt das mehr? Komm schon. Nein, bringt nicht mehr. Ärgerlich! Aber wir haben noch genügend Möglichkeiten, dieses Pokémon hier in seine Schranken zu weisen. Wie gesagt, ich krieg noch meinen Räucheraal. Ja, komm, Feuerball, ne? Machen wir, kriegen wir hin. Alles cool. Alles chefig, alles Baba. Noch gar nichts gewonnen, Alter. Was für Surfer. Ei. Das ist schlecht. Oh, echt? Wer hat das nur gedacht? Okay, komm. Einmal haben wir noch Feuerball. Das dürfte es dann auch richten, ne? Oder wir verfehlen einfach, Digga. Warum auch nicht? Ei. Was soll die Scheiße, Digga? Warum? Warum muss man immer alles so in die Länge ziehen, Digga? Akzeptier die drohende Niederlage doch einfach. Wie wär's damit? Digga, Nitro-Ladung macht auch nicht so viel. Das ist halt der Schmutz an der Sache, so, weißt du? Ja, die Attacke wird ja auch immer... Initiative. Ja, Freunde, das war's, Libalo. Geil, mit dir gekämpft zu haben, Digga, ohne Witz. Unser erstes Pokémon. Ja, wir haben noch Beleber. Also schon ganz gut. Echt, es ist so nervig. Holy fuck, das ist wirklich so ein Auf und Ab. Das bringt nichts. Fuck, ey. Garados wird auch nichts bringen. Wobei. Nehmen wir mal Noctua. Zwei Level höher. Also noch sind wir von den Pokémon-Leveln her immer stärker. Nur den Typenvorteil, den vermisse ich gerade so ein bisschen. Aber... Luftschnitt, komm. Digga! Das ist genau das, was mich richtig abfuckt immer. Guckt euch das an. Was soll die Scheiße? Nee, jetzt ohne Witz. Das finde ich halt auch absolut lächerlich, Mann. Wie oft kann diese Scheißattacke verwendet werden? Ich hoffe nur 5 Mal oder so. Das ist doch nervig. Locker so 20 Mal. Kampf wird richtig lange. Das ist doch einfach nur nervig. Was macht Traumfresser? Ist das wenigstens geil? Ja, Surfer. Ne, finde ich super. Also, krass. Wir haben ja noch Beleber, also... Boah, da habe ich auch echt nicht mit gerechnet. Holy fuck. Da bin ich ein bisschen aufreizt gekommen, Alter. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich einfach nur. Hat natürlich nichts gemacht. Ja, komm, machen wir Mondgewalt. Würde auch nichts bringen. Puh. Ja, perfekt. Geil, Alter. Das ist einfach nur schön. Beleber auf Libalo. Nützt nix. Da muss ich jetzt wieder das altbekannte Bauernopfer bringen. Oh, ich habe ja so viel Spaß bei diesem Kampf. Es macht keinen Spaß, Mann. Digga, es ist nur nervig. Holy fuck, ich wollte eigentlich nicht ragen, aber ganz ehrlich, Mann, das ist nur nervig.
Ich meine, guckt euch das an, wir haben nichts gewonnen und nichts verloren schon. Also, doch, ja, doch, wir haben schon einiges verloren. Du kannst auch einfach nichts machen, das ist das Problem an der Sache. Ich würde ja gerne. Aber dann heilt sich das Scheißding wieder. Ne? Und... Digga, du kannst nichts machen, es ist nervig. Weißt du, die HP-Anzeige geht so. Warte. Hoch, runter, hoch, runter. Es ist lächerlich. Es macht keinen Spaß, Digga. Es ist einfach nur Sachen in die Länge ziehen. Oh, Mann! Oh Gott, kann dieses Poké... Wie, ich bin immer... Ich bin immer noch nicht tot. Krass. Noctu hält sich wacker. Luftschnitt, komm bitte. Und jetzt treff! Wenn ich jetzt wieder auf meinen Tisch einhau, dann schreibt meine Mom gleich, was ist da oben los? Ist doch zum Wichsen, Alter. No cap. Halt noch ein bisschen durch, Garados ist hier top fit, Mann. Du musst auch einfach nicht viel machen, so jetzt, weißt du? Gut, machen wir Hyperstrahl, komm, bitte. Zeig mir einfach was Geiles jetzt, Garados. Bitte richte es einfach, ja? Also, wenn die anderen Pokémon auch so schwer werden, dann sehe ich schwarz, Freunde. Muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Da bin ich noch nicht ganz im Boot drin. Wir leveln ja immer weiter, das ist ja das Gute, aber... So, Amphira. Nee, wir kämpfen weiter. Ich habe Angst, aber ja, komm. Wahrscheinlich eh wieder Wasser oder... Nee, das ist jetzt ein komplett anderes Pattern. Jetzt haben wir Gift. Geil. Aber Wasser und Gift, ja... Ja, natürlich, natürlich kann sich Garados nicht bewegen wegen dem Rückstoß. Das ist schön, ey. Ich finde das super. Nee, das, wisst ihr, das macht doch einfach richtig Laune, weißt du? Ist schön. Weil, wir können nichts machen, Rückstoß und so, wisst Bescheid, ne? Es ist eine geile Kiste auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, auch keinen Giftheiler. Ja, keine Ahnung, aber... Ja, wenigstens macht das schon mal wieder ein bisschen mehr Damage. Schaden ist besser als Damage, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ah, ich bin ja eigentlich gut drauf, Mann, aber sowas nervt halt einfach. Ich hoffe, ihr versteht das. Also, es ist einfach wirklich nur ein bisschen crazy gerade, was hier abgeht. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich habe mich ja viel mehr drauf vorbereitet. Aber, ja gut, ey, kannst du vorher nicht wissen, was für verfehlt. Garados, Junge, willst du mich hier enttäuschen? Hm? Willst du das? Willst du, dass ich traurig bin? Willst du euch das Let's Play? Alter, das geht schon wieder viel zu lange, Mann. Ey, please. Mach's einfach, bring's zu Ende, Garados, Digga, ohne Witz. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Alter, wenn das jetzt nicht performt, ich war so aufgegangen, Digga. Ah, ich mach den Part Überlänge, bis wir sie besiegt haben. Das gönne ich mir. Das gönne ich euch auch. Mal ein etwas längerer Part ist ja auch nicht schlecht. Garados, Digga, auch an dich. Schön, dass du dabei warst. Ich hole ihn gleich wieder, denke ich mal, weil, ja, ne? Erstmal lieber Lo. Und dann gleich ein bisschen heilen. Sieht nach Pflanze aus. Das ist gut. Das, ja, kann Typenvorteile. Ah, scheiße. Ja. Hat mir schon mal besser gefallen als gerade auf jeden Fall. So, Anziehung. Ach, süß. Ist doch schön. Jetzt verlieb dich nicht, lieber Lo. Wie es? Ach, komm. Liebe auf den ersten Blick gibt es nicht, Bro. Please. Ja, immerhin. Immerhin. Liebe macht wohl Gott sei Dank nicht taub und blind, Alter.
Und es gibt natürlich noch ein paar schöne EP. So, dann wollen wir mal gucken. Deponitox. Wir wechseln. Wir wechseln zu... Fuck. Stalos, ja. Jetzt gibt es auch gleich wieder Dynamax-Action, Freunde. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir richtig aufpassen. Das ist mein letztes Pokémon? Echt? Ich dreh gleich durch! Ey, du bist richtig wahnsinnig, Alter. Crazy. Ach, Deponitox, ja, der mit den drei Joints in der Hand. Seine Vorentwicklung, wie gesagt, das habe ich damals schon gesagt, Lenny V. Cade hat es bis auf den Punkt beschrieben, dieses Pokémon raucht seine eigene Vorentwicklung. Freunde, haltet euch immer von Drogen fern. Das hat nichts. Möchtest du etwas Großartiges sehen? Kika-Dynamax auf dem Rosé-Tower. Aha. Ich bin Olivia, ich bin was Besonderes. Alter, jetzt hat er aber ein paar dicke Dübel in der Hand. Junge, Junge, ich weiß, das sind Metallstreben, aber es sieht halt aus wie... zylindrische... Rauchwaren. Dina Erdstoß, auch cute. Warte. Ist, glaube ich, nicht so cute, oder? Ah, doch. Da halten wir noch eine von aus. Okay, Verteidigung. Uff. Oh, scheiße. Das ist gar nicht mal so geil. Komm, Dino maximieren wir uns auch einfach mal, ne? Warum auch nicht? Dünner Brocken klingt sexy. Klingt halt echt sexy. Alter, das dauert lange. Wenn wir das jetzt noch schaffen, wäre schon sexy, wenn wir hier jetzt nicht allzu lange verbringen, ne? Oder ich beende den Part jetzt und mache einen ekligen Cliffhanger, aber das ist eigentlich nicht meine Art. Das sieht gut aus. Tja. Denn wollen wir mal, Freunde, es geht rund wie Karussells. Da schaffen wir noch eine Attacke von, gar kein Thema. Und das Beste an der Sache ist, er verliert seine Dynamaximierung vor mir, also... arschgeile Kiste auf jeden Fall. Oh, das macht Damage, Alter, das macht Damage. Freunde, wir kriegen es hin. Alles cool, ich bin da guter Dinge. Es ist unmöglich, an Olivia vorbeizukommen. Nein. Oh. Das gleiche nochmal, bitte. Ohne mich jetzt umzubringen. Und wir halten es aus. Wir halten es einfach aus, Freunde. Der Olivia. Denn war's das wohl. Schade. Ist aber auch ärgerlich, Digga. Was soll ich sagen? Jetzt rastet sie wieder komplett aus, Alter. Ich glaube, kann wieder einen Meter vom Bildschirm wegrücken. Schön. Nee, cool. Gefällt mir gut. Also läuft. Läuft echt gut mit. Gibt ein paar schöne EP. Kann ich mich nicht beklagen, Digga. Olivia von Marco Cosmos wurde besiegt. Verloren. Ach, Olivia, du bist echt zu nichts zu gebrauchen. Oder vielleicht reagiert sie so, weil Druck vom Chef, also von Rosé. Vielleicht ist Rosé auch einfach nur der Arsch. Und die Mitarbeiter haben richtig unter ihm zu leiden. Dementsprechend werden wir zu den neuen Dudes hier, zu den neuen Obermackern. Wie ist das möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena-Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch noch weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschstände, die wir brauchen. Daher dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr eh nichts mehr. Oh. Ach, deswegen wurde Betis auch so supported. Wenn du deinem Maschok all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist... wie du das machst, ist echt der Wahnsinn. Tja, Olivia. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu treffen. Aber Delion, ich habe es dir jetzt schon 100-mal erklärt. Willst du einfach nicht verstehen? Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen.
Ich verstehe nur zu gut, was Sie sagen. Für mich ergibt es einfach keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache wirklich nicht noch einen einzigen Tag warten? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Gala-Region und nicht zuletzt ich selbst freuen uns schon lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst es einfach nicht. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Gala-Region. In 1000 Jahren wird diese Energie, die für uns das Aufrechthalten dieses Lichtglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alle schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort, ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Was läuft? Delion, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, weil du nicht zu unserer Verabredung aufgekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hatten Ness uns geholfen und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Hop. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und reden stattdessen völlig aneinander vorbei. Macht euch keine Gedanken über all das hier. Lasst uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf mich. Enttäuschend. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Rosé. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galas eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galas einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn nötig, auch im Alleingang. Oder? Wer weiß, wer weiß. Am Abend des nächsten Tages. Alter, der Part geht eine halbe Stunde. Es ist soweit. Und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Oh, ist doch cool. Du bist Marvin, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich gerne zum Stadion. Hey, sie tun ja so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Gortrum und ich zeigen ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nicht zu überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hatte sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus den Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen. Die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als können wir ihr vertrauen, Marvin. Ja. So, jetzt aber ab zum Stadion mit dir. Ich will dich endlich kämpfen sehen. Freunde, das machen wir im nächsten Part. Ja. Soll ich dich zum Score-Stadion bringen? Ja, wie gesagt, machen wir alles im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ist Rosé böse oder nicht? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Ah, ich wollte so eine Ansage im alten Stil haben. Das fand ich immer gut. Damals RTL 2 Zeiten. Ich bin alt. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao!